würde über drei Hauptfelder sprechen. Zum einen möchte ich euch erklären, wie das Weltinteresse sich tatsächlich zusammensetzt in unserer heutigen internationalisierten und multipolaren Welt. Inwiefern das Ziel, liberale Werte durchzubringen und zu sichern für die Bevölkerung unserer Welt, hier durchgesetzt wird. Dann gehe ich im zweiten Punkt auf liberale Demokratien ein und was ihre Aufgabe gegenüber ihrer Bevölkerung ist und wie sie diese sichern können. Und zum dritten Punkt, das wird der Landesverrat sein, warum es an dieser Stelle wichtig ist, dieses Label weiterhin zu benutzen, um eine solche Tat zu denunzieren und um für Abschreckung und Schreckung zu sorgen im Wohl unserer Bevölkerung. Erst ein paar Punkte zum Rebuttal, zu dem, was da von Jakob kam. Was diese Regierung hier machen möchte, ist eigentlich, diesen Tatbestand auf eine individuelle Ebene zu ziehen, obwohl sie Auswirkungen, extreme Auswirkungen hat für die gesamte Bevölkerung unserer liberalen Demokratie, für die Weltöffentlichkeit, welche ein einziges Individuum auf gar keinen Fall einzuschätzen vermag. Er behauptet hier, das wären alles Spezialisten, selbst ein Spezialist, und es wird nicht dazu kommen, dass nur Spezialisten Informationen weitergeben, aber selbst ein Spezialist wie Snowden ist ein Spezialist in einer ganz bestimmten Nische. Der hat keine Ahnung von Außenpolitik, der hat keine Ahnung, wie außenpolitische Verhandlungen funktionieren. Er kann das unmöglich einschätzen und deshalb müssen wir seine Tat als Landesverrat darstellen, um hier zu zeigen, dass er die Sicherheit der gesamten Bevölkerung gefährdet hat, dass er hier tatsächlich eine Gefahr für uns dargestellt hat. Er hat Zeit, um zu prüfen gegeben. Hier wurde gesagt, dass mehr Informationen zu besseren Entscheidungen kommen. Das gehört zu demselben Punkt. Nein, weil wenn ich es nicht einschätzen kann, welche Auswirkungen meine Entscheidung im Großen haben wird, dann bringt mir noch so mehr Informationen darüber, was Amerika gerade macht und wen es gerade ausspioniert, nichts, um eben diese Entscheidung hier gut treffen zu können. Ich kann als Individuum nicht das gesamte Volk im Auge behalten und die Auswirkungen für die gesamte Bevölkerung meines Staates. Die Politik kann das hier viel besser. Die stecken da direkt drin in dieser Kringelei, in den Hinterzimmern. Außerdem möchten sie die Wahlfreiheit des Individuums schützen innerhalb von liberalen Demokratien. Und das bringt mich gleich sofort zu unseren Punkten. Das wollen wir nämlich auch. Aber wo kann sich ein Individuum am besten entfalten? In einer stabilen Demokratie, die es schafft, die liberalen Werte zu verteidigen, auch nach außen hin, auch ja gegen andere Bevölkerungen, im Zweifelsfall immer für die partikularen Interessen. Und das kommt zu meinem, bringt mich zu meinem ersten Punkt, das Weltinteresse. Wie ist denn diese Struktur tatsächlich aufgebaut? Was im Weltinteresse steht, ist tatsächlich partikulare Interessen. Das Weltinteresse gibt es in diesem Fall nicht, sondern es setzt sich zusammen aus den verschiedenen Interessen der einzelnen liberalen demokratischen Staaten. Und das heißt, wenn wir hier über Weltinteresse reden, in diesem Fall, was die Regierung versucht hat, dann müssen wir uns eigentlich nur eins betrachten, nämlich wie schaffen wir es, diese einzelnen partikularen Interessen am besten zu fördern. Und das bringt mich dann dazu, und das sehen wir am meisten in der Reaktion auf den NSA-Skandal. Wir haben uns alle gewundert, warum unsere Politiker eigentlich nicht echauffiert waren darüber. Naja, weil sie es wussten, weil sie es alle machen und weil sie im Prinzip diese Struktur unterstützen, weil es die Art und Weise ist, wie sie die liberalen Werte und die Interessen ihrer Bevölkerung in der Welt tatsächlich am besten, und das ist hier die moralische Abwägung, wie schaffen wir es, diese am besten zu garantieren? Bringt mich zu dem zweiten Punkt, liberale Demokratien. Welche Aufgabe haben liberale Demokratien innerhalb dieser Weltöffentlichkeit in dem Fall? Die Aufgabe ist es hier eigentlich, und das mal kontraintuitiv wirken, universelle Werte egoistisch für die eigene Bevölkerung durchzusetzen. Der Anspruch mag universell sein, aber um es tatsächlich in einer multipolaren und in einer komplexen Welt sichern zu können, brauchen wir eine Verantwortungshierarchie. Und diese Verantwortungshierarchie baut sich am allerbesten in einer staatlich aufgeteilten Welt nun mal in den einzelnen Staaten auf. Das heißt, die erste Verantwortung ist von einem einzelnen Staat für sein Territorium, für seine Bevölkerung, und so sichern wir am ehesten für die meisten Menschen, dass diese Werte, dass diese Freiheit der Individuen tatsächlich geschützt wird. Wir wollen natürlich, dass jeder Staat es für seine eigene Bevölkerung macht, somit von jedem Menschen geschützt ist. Die Welt ist nicht ideal. Es ist im Status quo nicht der Fall, aber wir müssen uns im ersten Sinne immer um unsere eigene Bevölkerung kümmern. Ansonsten schaffen wir dieses Ziel überhaupt nicht in dieser Art von Status quo, in der wir leben. Ich nehme Schließende. Findest du, dass all die Enthüllungen über die NSA Menschen in Deutschland und Frankreich geholfen haben? Nein, ich glaube, im Endeffekt haben sie ihnen nicht geholfen. Ich glaube, es hat ihnen geholfen, zu sehen oder sich zu beschweren über einen Missstand, der sie einengt. Das mag sein. Aber im Endeffekt
sehen wir das immer auch aus einer sehr einseitigen Perspektive, nämlich aus der des Opfers in diesem Fall. Wenn wir uns versuchen, in die amerikanische Logik in dem Fall einzudenken, dann kommen wir, die abgehört wurden, deren Freiheiten eingeschränkt werden. Und das sehen wir ein, aber wir nehmen das in Kauf. Denn wir brauchen diese moralische Abwägung. Auf der einen Seite, wie schaffen wir es am besten, für die meisten Menschen diese Werte zu garantieren, diese Freiheiten zu garantieren. Und auf der anderen Seite nehmen wir es in Kauf, dass wir damit eventuell andere Bevölkerungen einschränken auf gewisse Art und Weise. Wir sagen, ja, das müssen wir. Wie funktioniert denn Sicherheit in liberalen Demokratien? Und das ist der zweite Punkt unter diesem zweiten Punkt. Man nimmt gar nicht wahr, dass unsere Sicherheit tatsächlich umkämpft ist. Wir als Bürger nehmen eigentlich nicht wahr, wie gefährlich manche Entwicklungen innerhalb der Welt sind, weil wir diesen Überblick nicht haben. Wir sehen gar nicht, dass es substanzielle Gefahren wie den Terrorismus gibt, oder wir kritisieren, dass das zu sehr aufgerauscht wird und wir eingeschränkt werden. In echt sind das Gefahren für genau die Werte, die ihr hier verteidigen wollt, für genau die individuelle Freiheit, die ihr hier verteidigen wollt. Und wir erachten Stabilität als gegeben, und deshalb kann ein Bürger in dem Fall tatsächlich nicht die beste Entscheidung treffen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Mechanismus uns hier nicht genommen wird, die Sicherheit unserer Bürger zu garantieren. Und das bringt mich zu dem dritten und letzten Punkt, dem Landesverrat. Was genau sehen wir hier? Wir sehen zwei Schäden auf unserer Seite, die wir euch aufmachen. Zum ersten geht uns der Mechanismus verloren, die Sicherheit und die Interessen unserer Bevölkerung zu schützen, weil wir jetzt eben nicht mehr abhören können, weil die Leute es wissen, weil wir uns rechtfertigen müssen. Und wir sagen, dieser Mechanismus ist im Endeffekt moralisch gerechtfertigt, wenn ihr einfach mal auf einer großen Skala denkt. Und deshalb ist das schlecht, wir haben diesen Mechanismus verloren. Der zweite Schaden, den wir haben, ist, wir verlieren Vertrauen und wir haben ein schlechteres Image in der Weltöffentlichkeit, was uns zu weniger politischem Kapital führt, was auch dazu führt, dass wir die Interessen unserer Bevölkerung schlechter verfolgen und schlechter sichern können. Aus diesen Schäden heraus, sagen wir, ist es ein Schaden an der Sicherheit der Bevölkerung, hat ein Individuum hier also die Freiheit von ganz vielen eingeschränkt oder gefährdet, und deshalb muss die Tat dieses Individuums als Landesverrat denunziert werden, weil das zeigt, dass hier eine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, du hast die Sicherheit unserer Bevölkerung geschädigt. Tatsächlich sind diese Dinge, die wir gemacht haben, haben wir für euch gemacht und für eure Werte und eure Freiheit. Und um das tatsächlich zu zeigen, um diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken und um abzuschrecken, damit sowas in Zukunft nicht passiert, sind wir sehr stolz, auf Seiten der Opposition zu stehen.